Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Odyssey. Und in dieser Runde kämpfen wir wieder an der Seite der Spartianer, denn ich habe mich ein bisschen erkundigt, wie das Kampfsystem an sich in Assassin's Creed Odyssey funktioniert. Und eigentlich müssen wir ja hier von Megaris in der ersten Runde den Spartianern übergeben. Aber wir könnten uns jetzt frei entscheiden, ob wir, ja, ist egal. Also ob wir jetzt hier den Dinger hier nehmen oder das hier. Es wäre uns gesehen kackegal. Wir machen noch einmal die Runde. Bist du auf einen Runde. Kampf aus, Söldnerin? Du siehst nicht ganz so feige aus wie diese armseligen Athener. Diese armseligen Athener scheinen euch einen Schritt voraus zu sein. Sie mögen uns überrascht haben, doch sie sind unseren mächtigen Kriegern nicht gewachsen. Wirst du dich auf die Gewinnerseite schlagen? Ich kämpfe. Gut, wir können dein Schwert gebrauchen. Und da ist das Fiese am ganzen Spiel. Wir können nun entscheiden, immer eigentlich, wollen wir jetzt Sparta umbringen oder wollen wir jetzt die anderen umbringen. Und uns ist es eigentlich frei, welche Seite. Oh, wir haben ja schon, wir haben gar keine Pfeile mehr. So. Können wir hier alle mal umbringen? Ist das überhaupt möglich? Ich frage mich, ist das möglich, hier alle umzubringen? Theoretisch ist ja eine Schlacht. Ups, Entschuldigung. Ah, Menschenskinders. Oh, cool. Wow. Ja, dabei geht's wie... Ah, Kacke. Hey. Wenn wir dir looten könnten. Ach du Kacke, ich glaube, die haben nichts mehr hier. Also die haben nichts in den Taschen, wenn wir hier, wenn sie in den Kampf gehen. So, eine Tötungsschneise mal eine Runde. Der tut so, als wäre er der Größte vom Felde. Wow, das ist aber... Ah, kommt her, ihr Arschkriecher vom Lande. Wir haben schon aufgeräumt. Yo. So, jetzt geht's ab. Hey. Oh, der hat mich aber wirklich getroffen. So, der nächste. Hier geht's aber ab wie Zäpfchen, ne? Also es ist... Ich frage mich, ob wir hier... Wenn wir hier immer Erfahrung bekommen könnten. Für jeden Einzelnen. Ich glaube, da kämen schon was zusammen.
schnell! 43 Leute umgebracht. Sparta hat Athen erfolgreich besiegt. Die Stadt Megara steht dennoch weiter an der Seite von... dennoch weiter an der Seite von Sparta. Wir haben ja... Hero for Hire. Cool. Wir sind ja keine Blauen. Welches Rüstungsteil haben wir jetzt bekommen? Toll. Stufe 9. Egal. Ein Speer Stufe 14. Können wir nicht, weil legendär oder was? Egal. Jo. Ist wieder eine roten Hand. Stufe 10. Stufe 39. Jo, den haben wir. Den haben wir gehabt hier. Warum ist die nicht rot? Weil die. Weil wir nicht auf dem feindlichen Gebiet sind, oder wie? Weil hier der Söldner weg ist. Wir können ihn gar nicht mehr, weil wir jetzt wieder. Weil wir der Held der Helden sind, oder was? Egal. Es ist. Ganz. Kacke. Es ist ganz strange. Aber wir wissen jetzt mehr vom Spiel. Das heißt, wir können jetzt eigentlich immer links, rechts, links, rechts, links. Wir können jetzt ein bisschen schwächen, dann können wir in der Sparte einnehmen und so weiter und so fort. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Warum? Ist ja niemand. Oh. Außer der da hinten. Der uns noch nicht umgebracht hat, aber so geschwächt hat, dass wir eigentlich beim nächsten Schubser umgekommen wären. Egal, Level 15 glaube ich, ist das der. Okay, Level 15. Und, jo, alles in Butter. Ich muss nur mal kurz checken, ob ich wirklich die Aufnahme gestartet habe. Wäre sonst kacke. Wir könnten jetzt hier noch alle umnieten und dann wieder zu Athena wechseln. Also, egal. So gesehen machen wir hier mit legendären Sachen am meisten Kohle. Wenn wirklich immer hier links und rechts hin und her, hin und zurück und so weiter und so fort. Wir hätten jetzt wirklich für Athen kämpfen können. Und somit zwei legendäre Sachen mitnehmen können. Ich frage mich auch, ob wir den Kerl hier nicht niederschlagen. Damit er uns hilft. Geht er, glaube ich, so. Wie ich habe das so gehört. Ich habe das wirklich so gehört. Daher tut es mir wirklich leid, wenn ich das anders sehe. Aber ich bin der Fall der Fälle. So. Bereit, Segel zu setzen! Schön, dass du wieder da bist, Kapitän. Haben wir nicht ein Quest? Stimmt. Shit. Kefalinia wollten wir nochmal hin, ne? Wohin geht das jetzt? Der Wolf und die Schlange. Die Gründe, warum Elefanor den Wolf von Sparta tötet. In Fokus zurück. Ah, da hinten. Wo ist denn das? Ne, das ist ja ein Fragezeichen. Ah, Fokus da. Ah, alles Klärchen. Ach schon, hä, wohin müssen wir jetzt? Feinde lauern überall hier drauf. Du fährst jetzt aufs offene Meer. Yo.
Wow! Und das in der Bucht? Ich glaube, wir können hier nicht mehr Reisegeschwindigkeit durch. Irgendwie einseitig aktuell. Egal. Wohin? Oh. Ruderer auf Position! Ella! Ja, gehen wir aufs offene Meer. Ein bisschen schräg und dann 100% geben. In diese Bucht. Nicht in die erste, in die zweite müssen wir gehen. Ich habe schon gedacht, was ist hier falsch gelaufen? Ich habe keine Ahnung. Dann nächste Ländchen, ne? Am Schluss können wir ja alles, eigentlich jedes Gebiet so gesehen, dann auf eine Richtung drehen und wenden. Wir können es ja auch ins Gleichgewicht, wir können es aus dem Gleichgewicht bringen, die Ländereien, in welchem, ja, welche Gebiet, beziehungsweise welcher Gruppenzugehörigkeit das Ganze angehört, ist ja eigentlich wurscht, ne? Zappel, Philippos. Fokus, Land der Götter. Ich glaube, das alles wird zu groß sein. Da war nach oben. Es nimmt. Aktuell. Martha hat mir früher von Kira und den Heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie je hier war. Aktuell nimmt das so viel. Was ist das hier? Egal. Aktuell wäre das Spiel, wenn ich das wirklich durchziehen würde, also ich glaube, das würde den Rahmen so extrem sprengen. Es ist aber. Das Spiel hier ist riesengroß geworden. Schon der Vorgänger ist, glaube ich. Es war noch ein bisschen überschaubarer, der Vorgänger. Origin. Aber das Vieh hier ist nur eine ganz andere Hausnummer. Glaube ich zumindest. Ich bilde mir das so ein. Könnte jetzt vollkommen anders sein, aber ich bilde mir das ein, dass es viel größer ist als der Rest. Aber ich könnte wirklich auch. Ich könnte mich auch täuschen. Zu 100%, ich kann mich auch täuschen. Aber ich glaube nicht daran. So, die 300 Meter kriegen wir auch noch hin. Weil dahin müssen wir ja eigentlich. Wir müssen Kollegen treffen da hinten. Es wird einfach riesengroß. Ich glaube, vom Spielverlauf her gesehen, müssen wir aber nur vom nächsten zum anderen Punkt rushen und dann wieder zurück. Und ich bin da nicht dafür, aber hey, was das Spiel will, will das Spiel. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder?
Warum musste ich Nikolaus töten? Weil ich wusste, dass du es kannst. Oh, warum ihn? Weil er genial war. Er hätte Athen in einem Monat oder zwei erobert. Und Stentor verfügt nicht über die Gerissenheit des Wolfs. Du wolltest Athen retten? In einem schnellen Krieg ist kein Geld zu machen. Ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Er sprach von meinem leiblichen Vater und dass er vielleicht noch lebt. Nicht mehr lange, wenn alles nach Plan verläuft. Was heißt das? Natürlich, dass du mir seinen Kopf bringen wirst. Bist du völlig durchgedreht? Du hast den Mann, der dich großgezogen hat, für Geld getötet. Da nahm ich an, dass du wie ich deine Familie tot sehen willst. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Was? Hey, kein Problem für mich! Oh, shit, das sind ja schon, Zwölfer, ne? Oh, okay, die Rüstung an sich ist ja nicht so extrem. Shit, ich muss da mal ein richtig gutes Timing abwarten. So, jetzt aber. Kommt näher. Das ist wirklich cool. Hey. Mir macht keiner was vor. Sepino hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich an seine Fersen heften. Glaube ich, hat sie gesagt. Legendäre Sachen könnte man nicht, kann ich nicht verkaufen. Das heißt episch, dann legendär nach oben, ne? Kriegerschaden, Gesundheit. Ah, wie das aussieht. Oha. Ich musste zuerst mal erbeutet haben, um das Ganze auszusehen. Jo, das hinten aber gar nicht. Versteckte Torso. Schmiedeeisen. Leichte Athena-Rüstung. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, weil hier... Egal. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Ein ganz kleines bisschen. 10.000 Mal. Yo, also gut. Oh, den Herren. Hat uns. Ist leider abgehauen. Wir haben hier zwei Blutlachen. Und die Herren und Damen nebenan nehmen einfach Platz. So soll es ja sein. So soll es nicht gehören. Und vielen Dank für deine Minuten.